Es ist Ende Mai in Inari. Das Eis ist noch nicht ganz verschwunden. Die Jahrestemperatur liegt im Schnitt bei knapp über Null. Ganz oben in Europa gibt es noch alten Wald. Die Bäume sind klein, knorrig und biegsam. Petri Mattus ist auf dem Weg durch seinen Urwald. Ohne ihn gäbe es diesen Wald nicht mehr. Holzkonzerne hatten schon ein Auge drauf geworfen, damals vor dem großen Aufstand von Inari. So sieht ein Wald aus, der gesund ist. Voll von Kälbern. Die letzten zwei Wochen vor der Geburt verbringen die Rentierkühe hinterm Zaun. Ein paar sind gestern Abend geboren, die werde ich mir gleich mal schnappen und an den Ohren markieren. Und dann öffne ich ihnen den Zaun und sie springen in die Freiheit. Petri Mattus mag Tiere mit Freiheitsdrang. Sie gedeihen besser und liegen ihm nicht auf der Tasche. Gelobt sei der Wald, der seine Tiere nährt. Dies ist 2 Stunden alt. Jede Familie hat ein eigenes Muster. Der Eingriff am Ohr geht nicht ganz ohne Schmerzen ab. Die Mutter sucht jetzt ihr Kalb und die beiden finden sich. Für uns hören sich die Laute sehr ähnlich an, aber die Tiere erkennen einander. Es fließt kein Blut, nur wenn sie den Kopf schütteln. Und es tut auch nicht weh. Das ist ja so eine besondere Stelle. Die Frauen lassen sich da ja auch ihre Ohrlöcher stechen. Urwälder, das sind Wälder, die seit Menschengedenken nicht abgeholzt wurden. Man könnte sie auch stehen lassen. Holz gibt es im Norden Europas eigentlich genug. Und die langen Bärte an den Ästen haben eine ganz besondere Funktion. Und alles, was man hier abholzt, braucht eine halbe Ewigkeit, um wieder nachzuwachsen. As you see, old trees, this is maybe 400-500 years old. Diese Bäume sind 400 bis 500 Jahre alt. Und die schwarzen Flechten sind die Notnahrung der Rentiere. Der Wind verweht sie. Wenn der Schnee hoch liegt, legen sich die Flechten oben drauf. Schau mal hier, sie landen auch auf dem Boden und dort finden sie die Tiere, wenn die Schneedecke hart ist. Ohne den alten Wald hätten Rentiere Mühe mit dem Winter. Da kam überraschend Hilfe von außen. Greenpeace kam und half uns. Sie haben den großen Firmen klargemacht, dass die Sami und die samischen Rentierhirten im Besonderen ihre Probleme mit den Baumrodungen haben. Der alte Wald ist für uns sehr, sehr wichtig. In Finnland wollte niemand auf Petri Mattus und seine Kollegen hören. Aber dann begann Greenpeace mit Boykott zu drohen. Es war das Jahr 2003. Einmal die Woche brachte ein großes Frachtschiff Nachschub nach Lübeck aus den riesigen finnischen Wäldern. An Bord so etwas wie verbotene Ware aus den letzten intakten Urwäldern Europas. Die Produktionskette rückwärts führte nach Inari, von wo aus die Stämme kamen, die in Deutschland zu Klopapier, aber auch zu Hochglanzillustrierten wurden. In Inari wartete eine kleine Delegation der traditionellen Rentierhirten.
Man brauchte nicht weit zu gehen, um auf frische Einschläge zu treffen. Der Baum hat ein paar hundert Jahre auf dem Buckel, soweit das Uti ohne Lupe richtig zählen kann. So dicht liegen die Jahresringe beieinander. Die staatliche Forstverwaltung verspricht uns zwar, gewisse Flächen zu schonen, dafür schlägt sie dann woanders zu. Unterm Strich verschwindet der Wald. Sami sind eher zurückhaltende Leute, nicht nur vor der Kamera, aber jetzt ist das Maß voll. Freitag um 5 im Urwald schweigen die Baumsägen. Überhaupt lässt man sich beim Abholzen nicht gerne beobachten. Uti, 20 Jahre später, in eben jenem Wald, der abgeholzt werden sollte. Seit vielen Jahren bringt sie jungen Menschen bei, wie man mit Rentieren umgeht. Und sie ist sechsfache Großmutter. Der Wald, so wie wir ihn von unseren Vorfahren übernommen haben, das ist unser Erbe. Auch wenn der Boden dem Staat gehört, aber für uns ist er Heimat. Und seine Heimat verkauft man nicht für Geld. Well, it's home. Who would sell his home for money? Und dann packt es sie und sie versetzt sich in ihre Rolle als Großmutter. I was just going to say that one thing I would be doing in a forest like this. Wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich mit meinen Enkeln hier spielen. Guck mal, da ist ein Loch im Stamm. Da wohnt wohl ein Vogel. Und schau mal, wie mächtig der Baum ist. Wer kommt mit seinen Armen drumherum? Und wer lebt da unter dem Baum, in dem Loch da? Der Wald ersetzt den Sami, den Zoo und das Geschichtsbuch. Und diesen Baum hat vielleicht dein Ur-Ur-Urgroßvater geschlagen. Kalevi Padar führte damals an eine Stelle, wo der erste Schnee die frischen Einschläge bedeckte. 10 Jahre zuvor hatte der staatliche Waldeigentümer ein paar Bäume hier geschlagen, aber auch vieles stehen gelassen. Sie haben uns nicht mal vorher Bescheid gesagt. Hier ist ein Harvester durchgefahren. Später wird hier alles abgebrannt. Für Rehne bleibt nichts mehr übrig für Dutzende von Jahren. Der Winter in Lappland beginnt schon Ende September. Und damit die harte Zeit für die freilebenden Rentiere, in der sie hier oben um ihr Futter kämpfen müssen. Zwanzig Jahre später, noch immer ruhen die Motorsägen. Und die Europäische Union hat ein Auge darauf, dass das auch so bleibt. Für den samischen Rentierhirten Kalevi Padar bleibt das ein Triumph, den er eher still genießt. Die Ureinwohner ziehen im Konflikt mit der Macht sonst regelmäßig den Kürzeren. Aber diesmal haben sie gewonnen. Und geholfen hat, dass deutsche Großverlage kein Holz aus dem Urwald mehr abnahmen. Da kam dann Bewegung in die Sache. Wenn Kalevi durch den Wald geht, sieht er nicht nur Bäume. Auf Schritt und Tritt hat er dann immer seine Herde im Blick. Was er dabei findet, hätten andere vielleicht übersehen. An Birken wachsen diese kleinen Flechten. Unverzichtbar, wenn es sonst nichts mehr gibt. Neue Flechten brauchen ihre Zeit. Ein Menschenalter reicht dazu nicht aus, sagt er.
eher ein Jahrhundert. Damals stoppten sie mit dem Kahlschlag. Und wir ließen nicht locker. Es gab weitere Kampagnen. Und so ist es ruhig hier seit Jahren. Und man sieht es. Wir müssen unsere Tiere nicht mehr hinter Zäunen halten. Sie können sich frei durch die Wälder bewegen, auch im Winter. Und dann schaut er über das Land und weiß schon, dass sich ein großes Minenunternehmen gemeldet hat, das hier nach Erzen suchen will. Kaum ist das eine abgewehrt, kommt schon das nächste. Aber aufgeben will er nicht. Die Reise führt in den Norden Skandinaviens. Von Inari in Finnland geht es weiter in die Wälder von Muonio auf der schwedischen Seite. Dritte Station ist der Wald rund um den Iggejaure in Schwedisch-Lappland. Endpunkt ist die Hochebene von Kautokeino in Norwegen. Auf den ersten Blick sieht Schweden aus wie ein einziger Wald. Kein Land Europas hat so viel Bäume. Sie bedecken drei Viertel der Fläche. Doch je weiter man in den Norden kommt, desto eher fallen die Lücken auf, wird der Wald zur Kulisse. An vielen Orten sieht es aus wie auf dem Mond, wie hier bei Muonio, im Grenzgebiet zwischen Schweden und Finnland, 200 Kilometer oberhalb des Polarkreises. Schuld daran, sagt Umweltschützerin Carolina Karlsson, seien schwedische Holzfirmen. Auf den Schildern, die Greenpeace den Bäumen verpasst hat, steht nicht fällen. Wenn man hier rumfährt, dann sieht man einen Kahlschlag nach dem anderen. Und was sie neu anpflanzen? Wald ist nicht gleich Wald. Alle Bäume haben das gleiche Alter, sie stehen in langen Reihen. Das ist eine sehr aggressive Art, mit dem Wald umzugehen. Das sind Plantagen, kein Wald. Was die Umweltschützerin meint, sehen wir hier, 40 Kilometer weiter südlich. Woanders holt man einzelne Bäume aus dem Wald. In Schweden geht es zu wie am Fließband. Kahlschlag ist ein sehr starres System. Alles, wirklich alles wird gerodet und weggebracht. 30 bis 40 Jahre später dünnt man dann aus, was man angepflanzt hat. Man arbeitet gegen die Natur, nicht mit ihr. Ein einzelner Forstarbeiter in seiner Maschine, einem Harvester, beseitigt so viel Wald wie früher 2 Dutzend Holzfäller. Die Maschinen mit den großen Reifen hinterlassen breite Schneisen, verdichteter Erde. Und so wundert man sich auch nicht, dass hier viele Jahre nichts wächst. Auch hier sollten wieder riesige Flächen gefällt werden. Wälder im Besitz von Sveaskog, Schwedens staatlichem Holzkonzern. Doch wie in Inari verbündeten sich Rentierhirten und Umweltfreunde. Sie stellten die Bäume unter ihren Schutz, patrouillierten, demonstrierten monatelang ein stummer Protest. Der die Firmenzentrale in diesem hochherrschaftlichen Gebäudekomplex in Stockholms Innenstadt zum Einlenken brachte. Die alte Spitze musste gehen. Wir treffen den neuen Unternehmenschef Erik Brandsma. In unserem Interview zeigt er sich einsichtig. Wir haben diesen Konflikt früher nicht optimal gehandhabt. Wir haben die Interessen der Rentierhirten nicht im Auge gehabt, nicht geschaut, wie sie weiter ihrem Beruf nachgehen können. Zurück in den Wäldern, die Sveaskog gehören. Im Gebiet von Muonio leben 4000 Rentiere. Im Sommer gibt es genug Futter. Im Herbst essen die halbwilden Tiere auch sehr gerne Pilze. Wir begegnen dem Vorsitzenden der örtlichen Rentierkooperative, Hans Holmer. Traut er den neuen Versprechen des Waldkonzerns? Im Moment, so sagt er, wird nicht mehr gefällt. Er hofft, dass es so bleibt. Es wäre höchste Zeit. Na klar, hoffen wir auf Verbesserungen, auf einen neuen Kurs. Erik Brandsma war ja hier bei uns oben.
Aber ehrlich gesagt kommt es doch 30 Jahre zu spät. Die meisten alten Wälder sind schon verschwunden. Der Winter in Lappland ist die karge Zeit. Besonders seitdem auch hier oben das Thermometer verrückt spielt und Minusgrade und Tauwetter sich abwechseln. Hans Haulmar hat vorgesorgt, so gut er kann, und füttert seine Herde regelmäßig zu. Flechten enthalten vor allem Kohlehydrate. Im März und April sind sie regelmäßig die einzige Nahrung. Wir dürfen nicht mehr so viel abholzen, wenn wir wieder Flechten an den Bäumen haben wollen, wenn wir Durchgänge und Schutz für die Rentiere schaffen wollen. Das hat natürlich Einfluss auf unsere Art zu wirtschaften. Vorerst herrscht Frieden im Schilderwald. Die Plakate "Nicht abholzen" werden abgehängt. Wir haben 150 Bäume geschützt in den 13 Waldgebieten, die Sveaskog abholzen wollte. Und müssen die Bäume jetzt ohne Schutz auskommen? Ja, jetzt muss Sveaskog allein aufpassen. Die Kollegen von Greenpeace vertrauen uns im Moment jedenfalls so weit, dass sie abgezogen sind und sich jetzt wieder anderen Dingen widmen können. Das ist ein gutes Zeichen. Es soll nicht nur bei Worten bleiben. Sveaskog hat beschlossen, in den nächsten Jahren 20% weniger zu fällen. Ige Jaure liegt im Wald bei Arjeplog in Schwedisch-Lappland und ist Winterweide der Rentierkooperative Luokta Mavas. Auch hier wollte Sveaskog fällen, auch hier ruhen die Harvester. Die Rentierhirtin Britta Stina Chago führt uns in ihren Wald, der nur einen Schönheitsfehler hat. Es ist nicht ihr Wald, er gehört anderen Leuten, die hier machen, was sie wollen, fast. In Schweden darf man alles fällen. Nur die steinzeitlichen Lagerstätten unserer Vorfahren, die muss man aussparen. Da direkt drauf dürfen die Waldmaschinen nicht fahren. Der Wald rund um den Ige Jaure ist seit Urzeiten Winterweide. Archäologen könnten das bestätigen. Hier war wohl eine Feuerstelle und ein Zelt, eine Kote. Unsere Spuren sind subtil. Man sieht nur einen Stein mit geübtem Auge. Forstwirtschaft dagegen verändert das alles in nur einer Generation. Ein Eingriff, der die ganze Landschaft verändert. Alle Bäume umlegt, das Unterste nach oben kehrt. Ein Wald, der in 1000 Jahren gewachsen ist, verschwindet ganz und gar. Damit nicht genug. Wenn man länger mit Samis unterwegs ist, lernt man die Welt und den Wald durch ihre Augen zu sehen. Auf den ersten Blick ist diese Pflanzung mit Contorta nur ein trockener Kiefernwald. Eng gepflanzt. Aber für Britta Stina ist es ein Ärgernis erster Güte. Das ist der schlimmste Wald für die Rentierhaltung. Das sind die invasiven Arten aus Nordamerika. In großen Mengen hier auf unseren Winterweiden angepflanzt. Diese Bäume haben viele Nadeln, das deckt den Waldboden zu. Ein Fremdkörper. Es wirkt wie eine Barriere. Die Rentiere machen einen Bogen um diese Plantagen. Sveaskog ist mittlerweile abgerückt von der Baumsorte Contorta. Soll zwar 40% schneller als andere Kiefernarten wachsen, ist aber offenbar sehr viel anfälliger für starke Winde. Darunter bleibt nicht viel Licht, wie man an diesem Bäumchen sehen kann, dass im Schatten einer Contorta-Kiefer nicht recht gediehen ist. 26 oder 27 Jahre alt und doch noch so klein, weil die Contorta das Licht genommen hat.
Wenn Britta Stina einen Wunsch frei hätte an diesem Ort, dann wäre es vielleicht dieses Haus mit Ausblick. Aber es hat einen Haken. Denn der ganze Grund und Boden vor und hinter dem Haus gehört dem Staat. Und er lässt die Fläche von Sveaskog bewirtschaften. Zwar herrscht gerade Waffenstillstand, aber wer, wie die Sami eher in Jahrhunderten denkt, erträgt den Gedanken an Kahlschlag kaum. Und wie lange hält der Frieden? Sveaskog lebte immer nach der Devise, alles wird genutzt. Das ist der Igejaure, der See. Sveaskog will alles abholzen rund um den See. Hier wohnte eine alte samische Dame, fast 90 Jahre alt. Sie verkaufte ihr Haus, weil sie mit dem Schneeschippen nicht mehr hinterherkam. Käufer war ein deutscher IT-Fachmann, der Teile des Jahres jetzt hier auch lebt. Ihm erzählte ich letztes Jahr, was hier eventuell passieren soll, also Kahlschlag rund ums Haus, und er war sehr enttäuscht und empört. Sveaskog tänker avverka all skog här runt omkring, och han blev ju såklart jätteledsen, jättebesviken. Aber noch kann man durch ein Wäldchen zum Wasser streifen. Zu einer echten Mittagsjause im Wald gehört ein Lagerfeuer, ohne Grillanzünder, in Gang gesetzt mit Birkenrinde, die den Vorteil hat, dass sie auch nass noch brennt. Dazu Quellwasser, eine Tasse aus dem verdickten Teil eines Baumes, dort wo ein Astloch war, und einer verbeulten Kaffeekanne, die schon häufiger im Feuer gestanden hat. Wir befinden uns in einem alten, nicht zu dichten Kiefernwald mit hängenden Flechten und Bodenflechten. So ein Wald hätten die Sami gern überall. Aber Sveaskog fällt alle Bäume ab einem gewissen Alter, und das schon seit Jahrzehnten. Übrig geblieben ist ein Flickenteppich alter Wälder. Nästan all skog är ju redan avverkad, så att det är ju, de brukar säga att det är ungefär 15%. Fast der gesamte Altwald ist schon abgeholzt, bis auf 15%. Was noch nicht abgeholzt wurde, das sind kleine Inseln, Oasen, die nicht zusammenhängen. Und diese kleinen Altwälder sind natürlich besonders kostbar. Och att de blir ju så otroligt viktiga då, de små områdena. Jetzt ist der Wald am Igejaure noch leer. Die Tiere sind noch in den Hochebenen, dem schwedischen Fjell. Sie essen, was sie dort finden, Gräser, Büsche, Pilze. Britta Stinas Rentiere finden im späten Frühjahr intuitiv den Weg ins Hochgebirge und in das Tal ihrer Geburt. Und im späten Herbst leitet sie ihr Ortssinn zurück auf ihre Winterweide nach Igejaure. Schön, wenn der Wald den Tieren dann auch etwas zu bieten hätte. Und Britta Stinas Kooperative nicht Industriefutter kaufen müsste, um die Tiere durch den Winter zu bringen. Denn von der Einöde werden sie nicht satt. Wenn man das alles gehört hat, denkt man, dass der große Waldboss Erik Brandsma auch hier mal vorbeikommen könnte, um auch hier Vertrauen wieder aufzubauen. Auf dem Weg nach Kautokeino, so könnte es eines Tages in ganz Lappland aussehen, wenn der Wald vor lauter Wechselbädern und Fremdkörpern über lange Monate nichts mehr an Nahrung liefert, wenn die Futterkrise chronisch wird. Szenen aus dem Stammland der norwegischen Sami. Eigentlich mögen Rentiere keine Menschen, nicht so nah jedenfalls. Vor allem, wenn sie schwanger sind. Wir sind da, wo Norwegen zu Ende ist. Seit Urzeiten leben hier in der Einöde Rentiere mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Doch jetzt landen immer mehr von ihnen in Vollpension, weil es anders nicht mehr geht.
Die Älteren haben gesagt, die Rentiere ernähren uns, nicht wir sie. Aber heute ist umgekehrt, jetzt müssen wir sie füttern. Wenn Vater und Tochter die Säcke öffnen, geht es zu wie auf dem Grabbeltisch. Das Futter ist aus Gras aus der Umgebung, gepresst in der Fabrik. Das sind die praktischen Folgen des Klimawandels. Wie Sie sehen, sind sie alle gut genährt, weil wir sie schon den ganzen Winter füttern. Hier kann man sehen, was anderen Regionen noch bevorsteht. Die Arktis erwärmt sich viermal schneller als der Rest der Welt. Die Tiere auf der Weide sind zu 90% schwanger. In 2 Monaten bekommen sie jedes ein einziges Kalb, wenn wir Glück haben. Das mühelose Futter spricht sich rum. Ein Rehen aus einer Nachbarkooperative hat sich eingeschlichen. Und wird verschnürt wie ein Paket für den Transport zurück in seine eigene Familie. Eigentum ist heilig, es ist Ehrensache, ein fremdes Rehen zurückzubringen. Guck dir das rechte Ohr an, erklärt uns Matti, nachdem er das Rehen verpackt hat. Das Rehen hat hier ein anderes Muster als unsere. Wenn es gelingt, die alten Wälder zu retten, dann hätten auch die Rentiere eine Chance, weiter in Freiheit zu leben. Es käme auf einen Versuch an. Der ganze Wald, einfach weg, gegen unseren Willen. Es fühlt sich ungerecht an. Und was wird daraus? 80% des Holzes wird nach kurzer Zeit verfeuert. Das meiste wird einfach Papier.